Pornoseiten, Sextoys und die schnelle Nummer per Tinder. Noch nie war es so einfach wie heute, seine Lust zu befriedigen. Aber die Lust auf Knopfdruck, sie droht, unsere Gesellschaft in ungeahntem Ausmaß zu verändern. Und die Auswirkungen davon werden wir früher oder später selbst erleben. Davor warnt die Sexualtherapeutin Heike Melzer. Die Herausforderungen der neuen sexuellen Revolution, jetzt hier bei Welt im Wandel TV. Herzlich willkommen, Frau Dr. Heike Melzer. Danke. Schön, dass Sie Ihren Weg hierher gefunden haben. Sexualtherapeutin ist bestimmt einer der spannendsten Berufe, die es so gibt. Ich nehme an, es gibt noch keine Geschichte, die Sie noch nie gehört haben, oder? Es kommen immer wieder neue Geschichten und so wie die Umgebung sich verändert, so verändern sich auch die Geschichten in meiner Praxis. Und das ist ja auch das Thema, dass ich in den letzten 10 Jahren sehr viele veränderte Geschichten gehört habe, seitdem das Internet vorhanden ist, die Pornografie rund um die Uhr läuft, Apps, Portale für unverbindliche und käufliche sexuelle Abenteuer überall verfügbar sind. Seitdem verändern sich die Geschichten und ich gehe davon aus, dass es auch noch nicht das Ende ist. Es werden weitere Veränderungen kommen, aber in der Tat habe ich schon relativ viel gehört. Sie sind Fachärztin für Neurologie und Sexualtherapie und Sie haben hier ein Buch geschrieben, Scharfstellung, die neue sexuelle Revolution. Ein Buch, das sehr interessant ist. Wie sind Sie drauf? Sie sind seit 15 Jahren, ne? Sexualtherapeutin? Paar- und Sexualtherapeutin. Ich bin von meiner Profession her Psychotherapeutin und Neurologin und bin ein bisschen atypisch unterwegs, war auch längere Zeit in der Unternehmensberatung. Aber der Begriff Paar- und Sexualtherapie ist ein nicht geschützter Begriff. Das heißt, jeder kann diesen Beruf ausüben, der sich für das Thema interessiert. Ich übe den aus von meinem ärztlichen, psychotherapeutischen Hintergrund. Das ist aber eben so ein Mischkostwarenlager. Da finden sich ganz viele unterschiedliche Berufsgruppen. Ja, aber die Ahnung von Neurologie, die wird dann später noch wichtig im Gespräch. Darüber reden wir dann. Erstmal, wie sind Sie drauf gekommen? Wie wird man Sexualtherapeutin? Es ist sicherlich so, dass es ein längerer Weg ist. Bei mir war das so, ich hatte schon Interesse, nach dem Studium in die Sexualtherapie zu gehen, habe mich dann aber erstmal für ein solides Grundwerk oder eine Grundausbildung in der Neurologie entschieden. Und ich habe auch festgestellt in der Unternehmensberatung, dass Sexualität immer eine Rolle spielt. Ja, auch zwischen den Zeilen, natürlich nicht im direkten Umgang mit Kunden, aber als ich dann, nachdem ich aus der Unternehmensberatung rausging, mich niedergelassen habe, kamen immer mehr Patienten und Paare mit unterschiedlichen Problemen. Das hat mir Spaß gemacht. Ich habe das Thema weiter ausgebaut. Und das, wo man gut ist, was einem Spaß macht, das spricht sich rum. Da kommen immer mehr Patienten. Und so hat sich dieser Schwerpunkt Paar- und Sexualtherapie eben wirklich zu einem zu dem Hauptanteil von den Klienten in meiner Praxis entwickelt. Ja. Jetzt sagen Sie, da hat sich so einiges verändert, seit Sie als Sexualtherapeutin tätig sind. Aber da muss ich mal fragen, ich meine, das sexuelle Revolution ist doch ein alter Hut, ja? 68er, wer zweimal mit derselben pennt, gehört schon zum Establishment und so. Genau. Was soll sich denn da jetzt, also ne, wir hatten doch die sexuelle Revolution schon vorbei, oder nicht? Ja, also wenn wir die Sexualität in ihren 3 Dimensionen sehen, und zwar einmal die Fortpflanzung, dann die Bindungskomponente oder Liebe und dann den Bereich der Triebe, Abenteuer, Aufregung, Abwechslung, dann hat sich damals in den 68er Jahren die Fortpflanzung aus dem Bereich der Sexualität liberalisiert durch Einführung der Pille, durch Straffreiheit von Abtreibung. So, die war schon mal autonom. Den Rest machen heute Kinderwunschpraxen, Samenspender, Leihmütter. Der hat sich so aus dem Schoß der Partnerschaft heraus bewegt. Was heute passiert ist, dass der Triebbereich sich rausbewegt. Und zwar dadurch, dass ein enormer Sog nach draußen stattfindet. Liebe sucht Nähe, Triebe suchen eher Abstand, Distanz. Das passt eh nicht gut miteinander zusammen. Und natürlich gab es schon Prostitution, Pornografie, Affären, all das gab es früher schon, aber die Quantität hat enorm zugenommen und die Möglichkeiten, die wir heute haben, unsere Triebe separat abgekoppelt von der Liebe zu befriedigen, ist immens.
Was gibt's denn da für Möglichkeiten? Sie haben ja in Ihrem Buch so ein paar Sachen beschrieben. Ja, also Pornografie läuft rauf und runter, 24 Stunden am Tag, mittlerweile auch in virtuellen Welten, in 3D und mit entsprechenden Ganzkörperanzügen auch schon in 4D. Wir haben die vielen 4D, es gibt in ja nur 4D mit Ganzkörperanzügen, sodass sie also auch schon mit Sextoys interaktiv werden können. Wenn sie am Nordpol sitzen und mit jemandem in der Schwäbischen Alb Sex haben wollen, ist das heute möglich. Mhm. So dass sie das auch spüren können. Ja, da gibt's sehr viele interaktive Sachen und das ist noch nicht das Ende der Fahnenstange. Wir nehmen da gerade Fahrt auf mit künstlicher Intelligenz und mit Liebesrobotern und Real Sex Dolls. Das ist also ein weiter Bereich. Und zusätzlich kommt hinzu, dass für jede Vorliebe im Internet per App über GPS-Ortung oder eben in entsprechenden Portalen Sexpartner ganz einfach gefunden werden können. Kann es, sei es im Casual-Bereich oder sei es im käuflichen Segment. Und wir haben natürlich noch hinzukommen Sextoys, die es so auf dem Markt früher nicht gab, die immens stark die Peripherie erregen. Und da ist natürlich so ein Orgasmus eine Sache von 1-2 Minuten mit dem entsprechenden Sextoy. Und da überlegt man sich dann vielleicht auch, ob man das Vorspiel oder die Lust mit dem Partner tatsächlich teilt, mit dem der Alltag vielleicht schon etwas schwieriger geworden ist. Und das führt dazu, dass die Triebe sich abkoppeln sukzessive eben aus den Partnerschaften. Und das sehe ich in einem Bereich, wo es Probleme gibt in meiner Praxis. Es gibt natürlich auch viele, die damit von dieser Freiheit profitieren und diese Vorteile für sich nutzen. Und deswegen habe ich es auch so beschrieben, dass es erstmal prinzipiell nichts Schlechtes ist, weil Freiheit fühlt sich erstmal gut an. Aber in dem Bereich, wenn es dann in den Bereich Sucht oder Zwang geht, dann verwandelt sich die Freiheit sehr schnell in ein Gefängnis. Ab wann ist man denn sexsüchtig? Das ist ein fließender Übergang. Sie haben in Ihrem Buch ja geschrieben, wenn Sie sagen, das fand ich lustig, Sie haben gesagt, wenn Sie jemanden auf Sexsucht ansprechen, dann sind Sie sexsüchtig, dann fragen die, die nicht sexsüchtig sind. Wo kann ich mich da anmelden? Genau. Genau. Oder ja. Die Partner sagen, das ist eine Erfindung, das ist eigentlich untreu. Wo fängt das an? Ich bekomme die Klienten zu mir, wo das schon sehr weit fortgeschritten ist, weil Sucht geht meistens mit einer Blindheit des Umfeldes, aber auch des Betroffenen einher. Und erst wenn Partner aufkündigen, wenn es Schwierigkeiten im Job gibt, wenn die Finanzen ausgehen, es Konflikte mit dem Gesetz gibt oder gesundheitliche Probleme auftreten, dann wachen diejenigen auf. Aber typisch für Süchte und Verhaltenssüchte sind im Kommen, ist, dass sexuelle Fantasien nicht mehr abgeschaltet werden können. Dass wir eine Toleranzentwicklung haben und eine Dosissteigerung über die Zeit hinweg bis hin zum Kontrollverlust und dann massive persönliche, partnerschaftliche, berufliche Konsequenzen. Und das ist dann meistens ein Wake-up-Call, der sehr spät kommt. Und da möchte ich gerne mit meinem Buch viele erreichen, die in dieser Grauzone vorweg unterwegs sind, die schon im Triebabteil sitzen, aber noch gar nicht wissen, wohin die Fahrt, also die Geschwindigkeit aufnehmen, aber noch gar nicht wissen, wohin die Reise geht. Also Sie rechnen damit, dass das zunehmen wird in Zukunft? Das wird zunehmen, ja. Also es gibt keine objektiven Zahlen, aber Schätzungen gehen davon aus, dass Porno- und Sexsucht ungefähr 500.000 Betroffene allein in Deutschland leben. Hinzu kommen natürlich noch die vielen indirekt betroffenen Partner und Familienmitglieder, die auch eine Sucht ist eine systemische Erkrankung. Ja, das beeinflusst natürlich auch das gesamte Umfeld. Und das sind schon richtig schwere Schicksalsschläge. Sie sagen, Sie haben in Ihrer Praxis eine Zunahme von sexuellen Funktionsstörungen festgestellt und auch eine Veränderung davon. Können Sie da mal ins Detail gehen? Ja, kann ich. Also ich sehe alte sexuelle Funktionsstörungen im neuen Gewand. Was sind das überhaupt? Junge Männer mit Potenzstörungen. Früher kamen die über 50-Jährigen, die sagten, es geht nicht mehr. Heute kommen die 18-Jährigen schon zu mir. Früher kamen die Männer mit vorzeitigem Samenerguss. Heute kommen die Frauen und sagen, meiner wird gar nicht mehr fertig. Ich weiß gar nicht, was ich machen soll. Orgasmusverzögerung, Orgasmushemmung. Und im Bereich der Lustlosigkeit emanzipieren sich die Männer. Die sind aber nicht generell lustlos, sondern partnerbezogen lustlos, weil es viele Möglichkeiten im Internet gibt, sich sehr hervorragend zu versorgen.
Unberührte und promiske Klienten, haben Sie gesagt, hat es eigentlich auch schon immer gegeben. Mhm, genau, aber also promiske heißt Leute, die gerne mit vielen Leuten Sex haben. Genau. Ja. Ja, aber die Anzahl nimmt zu. Die Unberührten, und wir gehen davon aus, dass Kinder heute erstmalig mit Pornografie im Alter von 11 Jahren in Kontakt kommen. Da gibt es ganz viele, die wissen schon alles. Theoretisch haben wir überhaupt noch gar keine praktische Erfahrung und haben es auch eigentlich gar nicht so richtig nötig, weil sie sich sehr gut im Internet versorgen können. Und dann kommt ihnen Mitte 30 oder Anfang 30, kommen sie auf die Idee, Mensch, alle um mich herum heiraten und bekommen Kinder. Wie geht denn das noch mit der Partnerschaft? Ich habe ja noch gar keine Erfahrung. Und wie soll ich dem Partner denn überhaupt erklären, dass ich noch nie eine Partnerin hatte? Und wie geht nochmal Sexualität, wenn man noch nie einen Zungenkuss gegeben hat? Weiß man nicht, wie man das machen soll, obwohl man schon die abenteuerlichsten Dinge im Internet gesehen hat. Und auf der anderen Seite habe ich natürlich diejenigen, die ruhend rastlos sich so durch die Betten tindern. Und tindern. Ja, im wahrsten Sinne des Wortes, und sagen, Mensch, das befriedigt mich eigentlich gar nicht mehr. Also wenn der Schlüpfer fällt, dann ist es auch schon, das Objekt der Begierde ist erlegt und dann treibt es mich schon wieder weiter. Das kann es doch nicht gewesen sein. Und bei den quantitativen Veränderungen sind wir natürlich schnell auch in dem Bereich von Porno- und Sexsucht, und die WHO hat zwanghafte sexuelle Störungen als psychische Erkrankung im Juli 2018 anerkannt. So, das ist ein weltweites Thema und das sehe ich in meiner Praxis viel ausgeprägter als vorher. Es gab natürlich Unberührte und es gab immer schon diejenigen, die viele Affären hatten, aber heute sehe ich Klienten, die haben bis zu 12 oder 13, die kommen mit so einem Zettel an verschiedensten Affären, und ab dem 10. sage ich dann meistens, es ist jetzt unerheblich, ob wir noch 3 oder 4 dazu haben. Okay, so, und Sie sagen, diese Unberührten, das sind Leute, das ist nicht, dass die keinen Sex haben, sondern die haben eben einfach keinen Sex mit anderen, die haben nur Sex mit sich selbst. Die haben ihre eigene Sexkultur ausgefeilt und so richtig. Gut, es gibt virtuelle Partner. Jasmin Livecam ist eines der Webseiten, die sehr frequent angeklickt wird. Da können Sie auch mit irgendwelchen Partnerinnen, Partnern auf der ganzen Welt interaktiv sein, aber keine realen und zwar in eine Liebesbeziehung eingebundene sexuelle Erfahrung. Sie können zu einer Tantra-Massage gehen oder irgendwo vielleicht auch mal einen käuflichen sexuellen Kontakt schon haben. Aber eigentlich nie in eine liebevolle Beziehung eingebettet. Das würde ich als unberührt sehen. Die sagen, ich habe eigentlich diesen Wunsch. Und wir haben ja nicht nur den Wunsch nach Abenteuer, Aufregung, Abwechslung, sondern wir haben auch den Wunsch nach Bindung und dem Einswerden, diesem Gesehenwerden mit einem Partner, der einem wichtig ist und der gestern, heute und morgen und übermorgen auch noch an meiner Seite ist. Ja, jetzt ist wohl auch so, dass Pornos sind fürs Belohnungszentrum im Gehirn wesentlich aufregender als die eigene Frau. Es gibt den sogenannten Coolidge-Effekt. Calvin Coolidge war ein US-amerikanischer Präsident, der mit seiner Gattin Grace eine Hühnerfarm besuchte. Und nach einer getrennten Führung kam die Gattin auf ihn zu und sagte, Mensch, der Hahn, der schläft 12-mal oder treibt 12-mal am Tag. Und daraufhin soll Herr Coolidge geantwortet haben, aber Grace, mein Schatz, nicht immer mit derselben Henne. So dieser sexuelle Überdruss, nachlassende sexuelle Funktionen, das findet auch bei uns statt. Und ja, in der Pornografie und bei ständig wechselnden Partnern haben wir es mit sexuellen Superreizen zu tun. Ähnlich wie mit kristallinem Zucker oder Geschmacksverstärkern oder künstlichen Aromen. Das sind Superreize im Bereich der Ernährung. Und so haben wir es auch mit diesen Superreizen im Bereich der Sexualität zu tun. Und diese Superreize machen Stoffwechselstörungen im Gehirn, so wie Zucker zu Diabetes mellitus Typ 2 führt. Dem erworbenen Diabetes mellitus, so haben wir es mit Stoffwechselstörung des Dopaminhaushaltes im Belohnungssystem des Gehirns zu tun, und mit der Zeit stumpfen wir ab. Also diese starken Reize lassen uns unsensibel werden. Und genauso wie bei der Ernährung ist es dann sinnvoll, mal eine Fastenzeit hinzulegen. Und dann wird man merken, da trennt sich so ein bisschen die Spreu vom Weizen. Manche können das dann nämlich gar nicht mehr. Die sagen, ich weiß gar nicht mehr, wie Masturbation ohne Pornografie oder ohne Sextoy geht. Und jetzt habe ich es versucht, aber am dritten Tag ging es schon gar nicht mehr. Also wenn man masturbiert, ohne Pornos dabei zu gucken, ist das nicht, das wäre dann schon
Nein, das wäre noch nicht abstinent. Also das wird sehr unterschiedlich gesehen, aber eine gewisse Abstinenz, zumindest von den Superreizen, partnerschaftlicher Sex oder der Sex, wo man sagt, ich möchte eigentlich wieder sensibler in der Partnerschaft werden. Ich möchte ja eigentlich mit meinem Partner, mit dem ich auch innig verbunden bin, auch ein Stück weit Sexualität genießen. Aber ich bin gar nicht mehr erregbar, weil ich habe mich schon so auf bestimmte Masturbationstechniken oder bestimmte sexuelle Superreize eingeschwungen. Dann und ich da merke ist es schwer, das. Dann jemanden zu finden, der auch, wenn man jetzt unberührter ist, man hat seinen ganz elaborierten Sexkult geschaffen, genau. Jemanden zu finden, dem man dann darauf einstimmen kann. Ich habe hier ein schönes Beispiel aus Ihrem Buch, das würde ich gerne mal vorlesen. Gerne. Ich habe so laut gelacht, als ich das gelesen habe. Ich hoffe, ich kriege es in einem Stück. Wie soll ein Klient seiner zukünftigen Partnerin auch vermitteln, dass er es seit Jahren gewohnt ist, auf der Welle der Erregung zu surfen, während er vor Bukake-Pornos eichelbetont im Dreivierteltakt des Boleros masturbiert, mit einem Analplug im Po, hin und wieder an einer getragenen Nylonstrumpfhose riechend, um das Tempo kurz vor dem Finale zu der perfekten Pornosequenz crescendoartig bis zum Presto zu steigern, um sich damit in galaktische Sphäre der Lust zu katapultieren. Ist das aus Ihrer Praxis, ja? Ja, ich habe die Beispiele anonymisiert, sie lachen. Ja. Und das ist überhaupt nicht lustig, weil letztendlich, das sind sehr, sehr private Sachen. Das ist super schamhaft. Und wenn man es gewohnt ist, also der Geschlechtsakt oder die Liebe machen, hat eine ganz andere Reizsequenz im Gehirn und auch in der Peripherie. Aber klar, eine Hand oder ein Vibrator oder starke sexuelle Fantasien, wenn ich Compilation mir anschaue, also kurze Sexsequenzen, die meinem entsprechenden Reizmuster entsprechen, dann stumpfe ich mit der Zeit ab und dann ist es wirklich sehr, sehr schwierig, auf einmal liegend mit einem Partner ganz andere Beckenbewegungen, eine Vagina fühlt sich total anders an als eine Hand und das macht dann massive Probleme und das ist extrem schamhaft und ich habe das Beispiel jetzt genommen, so ein ähnliches Beispiel hatte ich. Ich habe es ein bisschen abgewandelt, ja, aber das ist wirklich super unangenehm, wenn man sich da erstmal drauf eingeschwungen hat und das wird eine Gewohnheit. Irgendwann wird das dann zu so einer Straße im Gehirn. Wir lernen ja ständig und diese Straße lässt sich nicht mehr einfach so überschreiben. Was ist eigentlich mit sexuellen Funktionsstörungen bei Frauen? Sie reden von den Männern, die kriegen keinen mehr hoch oder kommen nicht mehr oder sowas. Ja, was ist denn mit Frauen? Die Orgasmusverzögerung ist genauso etwas, was Frauen bemerken, wenn sie diese High-Tech-Sextoys verwenden. So, die sind so stark, dass ein Penis, eine Zunge, eine Hand nicht mehr entsprechend mithalten kann. Da werden also Frauen bestimmt auch sagen, ja, die haben aber noch nie mitgehalten. Ich bin noch nie gekommen, bis ich so ein Ding hatte. Genau, und deswegen ist das auch nicht gut oder nicht schlecht. Es gibt Frauen, die erstmalig einen Orgasmus bekommen mit dem Sextoy. Und ich finde, solche Erneuerungen, die sind auch erstmal nicht per se schlecht, aber ich denke, gerade wenn es nur in der Isolation konsumiert wird, kann es problematisch werden. Ich finde es viel besser, wenn es im sexuellen Kontakt auch mit dem Partner gemacht wird. Und da gehört auch ein Partner, der eine gewisse Ich-Stabilität hat dazu. Weil manche Partner finden das nämlich gar nicht mehr so cool. Die sagen, ja, eigentlich kannst du mit dem Sextoy, kannst du das jetzt machen? Oder guck mal dir den Porno an. Ich gehe schon mal in die Küche, bereite schon mal das Abendessen vor. Wenn du fertig bist, sag's Bescheid. Die fühlen sich nicht mehr richtig gemeint. Das ist dasselbe bei den Fetischen. Also wenn extreme Fetische entwickelt. Es gibt auch pornoinduzierte Fetische. Da ist es natürlich schon ein Thema, dass man dann, dass der Partner sich nicht mehr richtig gesehen fühlt. Wie kommt man überhaupt zu einem Fetisch? Also ein Fetisch ist, wenn man total drauf abfällt. Mir ist das so das Klischee von dem, der so rote Lackstiefel ableckt oder irgendwas. Naja, es gibt sehr unterschiedliche Fetische. Es ist erstmal ein neutraler Reiz, Lack, Leder. Aber da gibt es ganz unterschiedliche Sachen, die kombiniert werden mit einer sexuellen Erregung. Ja, und da gibt es also Lack und Leder oder Spitze, das sind natürlich gängige Fetische. In der Regel haben die Männer die Fetische, die Frauen bedienen die Fetische. Und was festzustellen ist, dass Fetische wirklich sehr rasant zunehmen. Fetische werden zelebriert auf Partys. Das ist alles ganz nett, wenn man einen Partner hat, der den Fetisch teilt. Aber wenn ich einen pornoinduzierten Fetisch bekomme und da spielt die klassische Konditionierung eine Rolle. Also Sie kennen vielleicht den Pavlovschen Hund, der isst und dann klingelt
ein Glöckchen und dann hat er irgendwann Speichelfluss, wenn das Glöckchen alleine klingelt. Und genauso ist das auch bei der Entwicklung von Fetischen, wenn ich immer etwas kombiniere, einen neutralen Reiz mit einem starken sexuellen Erregungsreiz. Irgendwann erregt mich dann halt der Schuh oder der Strumpf, und Männer sind mehr visuell orientiert. Die haben stärker diese Fetische und Frauen benutzen oder bedienen sie und können dadurch auch Männer entsprechend steuern. Auf der anderen Seite ist es natürlich dann wirklich ein Drama, wenn das innerhalb einer Partnerschaft sich entwickelt und der Partner eigentlich sagt, ohne Fetisch läuft gar nichts mehr und ich möchte halt nicht in meinem Ganzkörper Latexanzug herumlaufen, ich möchte auch mal ganz normalen Sex wieder haben, und der andere sagt, Mensch, das geht aber gar nicht mehr. Es gibt Womanizer-Partys, Prostata-Vibratoren, Casual-Dating über Tinder. Sie wagen auch einen Blick in die Zukunft, was das Sexspielzeug angeht. Sie reden von Puppenbordellen, wo Monstersex oder Pädophilie ganz legal ausgelebt werden können wird. Es gibt die schon. Es gibt in Dortmund schon ein Bordell, wo sie mit sehr realistischen Puppensex haben. Ich war jetzt gerade in Japan im Sommer und habe mich dort in virtuelle VR-Welten begeben. Und das ist schon sehr spooky. Über die Szenerie, auch aus Japan kommen die ganzen Pädophilen, also Kinderpuppen, mit denen man Sex haben kann. Ich meine, es gibt alles, was man sich vorstellen kann, und das Doppelte hinzu. Und die Technik macht es möglich, dass diese Dinge auch entsprechend konsumiert werden. Wenn es im globalen Markt möglich ist, die Dinger zu kaufen, dann wird es auch Kunden dafür geben. Mhm. Und das sind alles so Entwicklungen, die sicherlich genau angeschaut werden müssen. Und da kommt dann immer ganz schnell die Frage, weckt das nicht irgendwelche Lüste oder nimmt da die Pädophilie zu? Ist das eher was Präventives oder ist das eher etwas, was unsere Grenzen senkt? Und da gibt es keine letztendlichen Antworten. Wie bei Ego-Shootern auch. Das ist auch genau, so. Da wurde ganz gesagt, genau, ist immer das Gleiche. Mhm. Da wird dann immer gesagt, oh, hat er denn was geschaut? Ist er dadurch so aggressiv geworden oder ist dadurch vielleicht ein bisschen Aggressivität abgebaut worden? Aber das wird spannend werden. Da ist das Ende der Fahnenstange noch lange nicht erreicht. Okay, so, also wir wissen jetzt durch die neue sexuelle Revolution, die im Grunde in der Technisierung und der Digitalisierung und Internetisierung dieser von Sexpraktiken besteht, muss man ja so sagen. Ja, also Abspaltung der Triebe, Autonomisierung der Triebe. Autonomisieren sich die Triebe, das heißt, ich brauche keinen Partner mehr dazu, um die auszuleben, auch in Beziehungen. Das bewirkt sich auf die Beziehungen natürlich aus, ist klar. Genau, vor allen Dingen auch auf lang anhaltende Beziehungen, aber eben auch auf die Jugend, weil das verändert unsere sexuellen Skripte, das verändert das, was wir wollen, was wir überhaupt noch in der Lage sind zu können. Das wollte ich Sie gerade fragen, was sind denn die großen gesellschaftlichen Auswirkungen, die Sie sehen? Das wird sich noch zeigen. Die Entwicklungen sind so rasant, dass die Forschung hinterherhängt. Aber dass Kinder sehr, sehr früh sexualisiert werden oder sehr früh mit sexuellen Kontakten, die nicht, oder sexuellen Content, die nicht gut für sie sind, in Kontakt kommen, das macht mir Bauchschmerzen, um ehrlich zu sein. Und genauso, wie wir Kinder aufklären, dass sie sagen, pass mal auf, du bist 11, du trinkst jetzt noch keinen Wein oder Schnaps oder Alkohol, und übrigens, Alkohol macht süchtig, genauso wäre es wichtig, dass Eltern erstmal im Kontakt mit dem Partner überhaupt schauen, weil viele Sachen laufen unter der Oberfläche, von dem Partner gar nicht gesehen. Ja, dass die erstmal sagen, hey, wie ist es denn eigentlich bei dir oder wie ist es eigentlich bei mir? Was hat sich denn bei mir und bei dir verändert und wie wollen wir eigentlich unsere Beziehung leben und wie wollen wir einen ehrlichen Umgang mit unseren Bedürfnissen und Ängsten machen? Und dann müssen wir mit den Kindern frühzeitig reden, und zwar vor der Pubertät, bevor die ihr Smartphone bekommen. Und das bekommen sie normalerweise beim Übergang von der Grundschule in die Sekundarstufe 1. Da können sie es kaum noch verhindern. Und wenn es beim eigenen Kind nicht läuft, läuft bei den Klassenkameraden. Das macht mir Sorgen. So, mir macht auch Sorgen, dass die Anzahl von Porno- und Sexsüchtigen, die wirklich das nicht mehr unter Kontrolle haben, dass die ständig zunimmt. Und deswegen finde ich es ganz wichtig, dass wir uns positionieren, genauso wie mit der Ernährung. Ja, es gibt so wahnsinnig viele Sachen, die wir mittlerweile wissen, und wir können uns positionieren und wir wissen, wie schwer es uns fällt, da entsprechend zu positionieren. Genauso über dieses Wissen, was macht es denn eigentlich mit unserem Belohnungssystem?
was gehört denn eigentlich zu mir oder wo bin ich durch die Medien beeinflusst und bin einfach nur Mitläufer? Ich glaube, in den Zeiten aktuell kommt dem Nein, der Abgrenzung, eine ganz wichtige Funktion zu, weil was ist denn ein Ja wert zu etwas, wenn es kein Nein gibt? Und Partnerschaften brauchen Grenzen, damit sie sich abgrenzen zu dem, was da draußen ist. Und wenn ich in einer Partnerschaft bin, sitze ich in einem Boot und dann mache ich mit dem Partner, sage ich, beschreibe dieses Boot, ja? Das ist aber jetzt eben genau die Frage. Also wie wird sich das in Zukunft auch, das partnerschaftliche Leben verändern? Also Sie haben in Ihrem Buch geschrieben, die Zahlen, also wenn Sie sagen, Millionen von YouPorn-Nutzern alleine in Deutschland, ja? Die Zahlen sprechen eine deutliche Sprache und deuten darauf hin, dass die Monogamie nicht wirklich mit dem archaischen Triebimpuls des Menschen zur Deckung zu bringen ist. Ja. Das heißt, im Grunde wahrscheinlich entwickelt sich weg von der Monogamie hin zu einem anderen Beziehungsmodell. Nein, also es ist so, wenn wir uns mal diesen Lebensstrahl anschauen, dann haben wir sicherlich die Phase, wo wir erstmal experimentieren, wo wir uns einfach erstmal sachkundig machen. So, und dann gibt es diese Phase und diesen Wunsch, Kinder zu bekommen. Und dazu ist die Monogamie das bewährteste Modell. Sicherlich bewährter als die vielen Patchwork-Modelle. Und dann gibt's wieder die Phase Midlife-Crisis oder wenn die Kinder aus dem Haus sind, die sich immer mehr nach hinten verlagert, wo wir sagen, Mensch, war es das jetzt schon? Was kostet die Welt? Und es ist wichtig von diesen Neuerungen, dass man den Treuebegriff sich nochmal auf der Zunge zergehen lässt und mit dem Partner diskutiert, weil der von vor 20 Jahren ist nicht mehr der von heute. Und heute kann ich meinen Partner betrügen, online, während ich mit ihm im Bett liege. Oder ich kann mit anderen Leuten Sex haben und ich kann treu sein, ich muss es abgesprochen haben. Und was ich abspreche, das sollte ich auch einhalten. Weil, ja, im Partner hat man, in der Sexualität hat man auch eine Verantwortung für den Partner. Und gerade diese Doppelleben bergen Gefahren auch für den Partner. Und ich habe natürlich dramatische Fälle dann auch von sexuellen Erkrankungen, sexuell übertragbaren Erkrankungen, wo Frauen auf dem Gynäkologentisch mit Pap-Abstrichen, mit Krebsvorstufen konfrontiert werden. Und der Gynäkologe sagt, ja, wo haben Sie denn diese humanen Papillomviren denn her, diese malignen? Und der sagt, ja, weiß ich gar nicht, ja, war immer treu. Und dann gucken die halt zum Partner rüber und dann werden auf einmal diese Doppelleben kommen auf einmal an die Oberfläche. Und das sind unschöne Momente. Okay, so, jetzt ist es so, Sie sagen, es ist aber trotzdem wichtig, die Kinder aufzuklären, schon in frühem Alter. In welchem Alter muss man das machen? Es gibt ja da auch diesen Begriff der Frühsexualisierung, der im Internet rumgeistert. Wie stehen Sie dazu? Was sagen Sie dazu? Also ich glaube, dass es nicht dieses eine Aufklärungsgespräch geben soll. Es gibt ja einen Auftrag von der Schule, es gibt auch einen Auftrag von den Eltern. Aber ich glaube, es ist ganz wichtig, mit den Kindern immer wieder, wenn was im Fernsehen läuft, wenn was im Internet zu sehen ist, auf dem Smartphone, wenn irgendwo eine Werbung ist, wenn es irgendwelche Themen in der Zeitung ist, immer kindergerecht, diese Themen immer wieder mit reinzunehmen. Und dazu gehört es auch, dass ich reflektiert mit meiner eigenen Sexualität umgebe und dass ich informiert bin, was da so läuft und nicht blinde Kuh spiele. So nach dem Motto, oder wie die Kinder so die Augen zumachen und sagen, das, jetzt bin ich versteckt. Ja? Und das machen manchmal Eltern, die sagen, tja, geht mich jetzt nicht an, machen ja alle oder so. Dass man eine gewisse Verantwortung übernimmt und dann in der Grundschule schon anfängt, bevor die Pubertät anfängt. Denn in der Pubertät hören die Kinder den Eltern in der Regel nicht mehr zu. Und da möchte man mit den Eltern auch nicht mehr solche intimen Details austauschen. Und in der Schule, finde ich, muss dieses Fach auch an zum Beispiel Informatik gehängt werden. Also nicht nur in diesem klassischen Biologieunterricht, sondern in verschiedenen anderen Fächern, was heute ja auch schon stattfindet. Hier sind die interessanten Webseiten, die ihr nicht besuchen solltet, oder? Nee, nein, aber ganz offen auch über das Thema zum Beispiel Porno und Sexsucht, finde ich, gehört in den Schulunterricht. Dazu bedarf es natürlich auch Lehrer, die sich mit dieser Thematik auskennen und diese Thematik entsprechend an die Kinder heranbringen können. Und das macht man dann in der Pubertät sicherlich eher über die Schule, aber ich meine, die Kinder klären sich selber aus und ich sehe, Jugendliche sind manchmal fortschrittlicher als ihre Eltern, weil die lesen tatsächlich im Internet oder sind in den Social Media und bekommen davon Wind, dass es da auch Probleme gibt und die müssen das manchmal den Eltern erklären. Jetzt haben Sie gesagt in Ihrem Buch, dass man feststellt, es gibt immer mehr junge Menschen, denen es schwerfällt, sich überhaupt zu positionieren, was ihre sexuelle Identität angeht. Mann, Frau,
und so weiter. Mhm. Ist das so? Ist das die Anfrage zum Beispiel für Geschlechtsumwandlung auch schon von Jugendlichen hat zugenommen. Also das sind Informationen, die ich von Kollegen habe, die dass viele Frauen gar nicht mehr in diesem weiblichen Körper sich wohlfühlen und dann eher sich umwandeln lassen wollen zum Mann. Und das könnte natürlich auch ein Stück weit damit zusammenhängen, dass das Bild der Frau in der Pornografie natürlich auch keines ist, womit man sich gerne identifizieren mag. Mhm. Das hat zugenommen, aber wissen Sie, das ist so, wenn das Buffet so weit gedeckt ist und man so viele Informationen kriegt, dann stellt man sich sehr früh viele Fragen, die ich mir damals in meiner Jugend noch gar nicht gestellt habe. Und das kann auf der einen Seite, können diese Informationen sehr hilfreich sein und heilsam, dass man einfach sich informiert, aber es kann einen auch verunsichern und es sind nicht alle Jugendlichen, Kinder oder Menschen sehr wie so ein Fels in der Brandung mit der guten Umgebung aufgewachsen, sondern sie sind verunsichert und die verunsichern diese Fragen und die suchen nach ihrer Ausrichtung, wohin gehören sie und experimentieren rum und das führt natürlich auch dazu, dass eine Verunsicherung da auftreten kann. Das ist aber nicht ein generelles Phänomen, aber das ist zum Beispiel bei Geschlechtsumwandlung, fand ich das sehr interessant neulich, dass ich das vom Kollegen gehört habe, dass doch die Anzahl deutlich zugenommen hat. Also es gibt ja jetzt Demos von Menschen, die sich für die Rechte der LGBT-Community einsetzen und viele ältere Menschen fragen sich ja, ist das früher an mir vorbeigegangen? Gab es das früher überhaupt so? Zwischengeschlechtlichen... Facebook hat 60 Geschlechter. Ja, gab es das früher überhaupt oder gab es das schon immer und das ist eben jetzt, trauen Sie sich was zu sagen? Oder ist es wissenschaftlich zu erhärten, dass es sich durch diese neue sexuelle Revolution so entwickelt hat, dass die Leute... Ich glaube, das ist was Iteratives. Also es gab es sicherlich schon und das wurde entsprechend, also die Community hat sich früher nicht entsprechend gefunden und heute kann man sagen, Mensch, klasse, dass ich auch Leute habe, die gleichgesinnt sind. Auf der anderen Seite kommt man auch über diese vielen Themen erst auf Ideen und stellt sich Fragen und wenn man dann nicht wie ein Fels in der Brandung ist, wird man unsicher und probiert was aus, um vielleicht dann nachher wieder zu sagen, nee, das war es jetzt doch nicht. Und ich finde auch, jenseits von der Geschlechterdiskussion, wir sind erstmal Menschen. Und ja, es gibt Frauen, die haben männliche Anteile. Es gibt Männer, die haben weibliche Anteile. Und ich denke, wir sollten uns in unserer Vielfalt erstmal entdecken, unserem eigenen sexuellen Profil auf die Schliche kommen und uns damit beschäftigen und dann positionieren. Und in der heutigen Zeit kommt der Abgrenzung eine wichtige Rolle zu, dass man nicht everybody's darling ist, dass man nicht auf jede Modewelle aufspringt und dass man auch nicht jede sexuelle Praktik, auch wenn sie in den Pornos gezeigt wird, mitmacht, wenn es einem selbst schädlich ist. Da muss man bei sich bleiben, in sich hineinfühlen und sich von seinen eigenen Gefühlen leiten lassen und das wird im Zeitalter von den sozialen Medien manchmal einem abtrainiert. Aber Sie bleiben schon dabei, also durch dieses Überangebot an sexuellen Reizen und allen möglichen Spielereien, Variationen, ich wollte jetzt nicht abarten sagen, fällt es den Leuten schwerer, sich zu identifizieren, sich zu positionieren? Ja. Okay. So, jetzt gut. Lösung, was machen wir? Ziehen wir in der Almhütte ohne Internet, sperren nachts den Kuhstall zu? Oder? Ich würde sagen, diese Veränderungen sind nicht aufhaltbar. Sie sind nicht gut und nicht schlecht. Genauso wie Zucker nicht gut und nicht schlecht ist, kommt auf die Dosis an und es kommt darauf an, was wir für uns persönlich und in der Partnerschaft daraus machen. Diese Vielfalt, die kann ich am besten partnerschaftlich konsumieren und oder vielleicht in Maßen auch alleine, aber ich muss wissen, wenn ich das zu häufig konsumiere, dann lässt es mich abstumpfen und dann muss ich mal wieder einen Gang rauslegen, rausschalten. Es gibt ganze Bewegungen, NoFap-Communities oder Reboot-Me. Ich baue gerade so ein Portal auf, wo man einfach mal sagt, runterfahren, mal ein bisschen reflektieren vom Verhalten, wo war es zu viel in letzter Zeit und mal in so eine Fastenperiode gehen, wo man einfach mal sagt, so jetzt mal wieder die Baseline finden, mal wieder schauen, was will ich eigentlich, wie will ich mich positionieren, dass ich wieder für natürliche Reize rezeptiv bin. Und das ist in so Zeiten, wo solche starken Superreize und wie gesagt, wir sind noch nicht am Ende der Fahnenstange. Da werden noch weitere Entwicklungen kommen, die uns atemlos halten werden. Dass wir uns da entsprechend positionieren und sagen, wir müssen nicht alles mitmachen und ab und an auch mal eine Ruhezeit haben, dass wir einfach wieder genießen können
und kleine Dinge auch wertschätzen können. Und ich glaube, Liebe wird nie vergehen. Ja, Liebe gibt der Sexualität eine gewisse Tiefe und das ist ein Grundbedürfnis von uns Menschen. Ja, und der, ich sag mal, der 3658. Orgasmus aus der Konserve der Pornoindustrie kann viel weniger intim sein, wie wenn sie mit einem Partner im Kino sitzen und die kleinen Finger berühren sich. Und das hat eine Bedeutung für sie. Also das, deswegen auch der Intimitätsbegriff, dass man einfach sagt, nee, das bestimmte Sachen, da setze ich eine Grenze, das möchte ich nicht, aber ich möchte das wieder einbinden in die Beziehung. Ja, und da ist jeder seines eigenen Glückes Schmied. Sie sagen, Sie bauen da ein Portal auf, Selbsthilfeportal oder sowas. Gibt es da schon eine Website? Ja, das Reboot Me ist erstmal ein Forum, das sich Menschen mit Schwierigkeiten in Bezug auf Sexualität und Partnerschaft dort informieren können, hin zu einem gesünderen Umgang damit. Und es soll jetzt folgen, ein Trainingsprogramm, so ein 28-Tage-Programm, wo man einfach mal durch verschiedene theoretische Themen leitet, aber auch mit praktischen Empfehlungen. Und dass man einfach mal wieder Unterstützung bekommt in so einer Art Fastenzeit, die man für sich definiert, wo man einfach mal ein bisschen weglässt. Die Kunst besteht nämlich nicht immer nur im Hinzutun, sondern manchmal auch im Wegnehmen oder Weglassen. Und da möchte ich ganz gerne die entsprechenden Leute, die Schwierigkeiten haben oder auch die Partner davon entsprechend unterstützen. Das ist gerade im Aufbau. Okay, ja, super. Also, Scharfstellung, die neue sexuelle Revolution, ein Buch, das auf Probleme aufmerkt oder auf Herausforderungen aufmerksam macht, über die bislang, also ich zumindest, vorher nie nachgedacht hatte. Ich denke, es wird wahrscheinlich vielen Leuten so gehen. Vielen Dank, dass Sie da gewesen sind. Und Ihnen, liebe Zuschauer, vielen Dank fürs Zuschauen.